noch Sumo, Lauris Hund. Wir haben sie eingesperrt, weil sie ein Flummi ist. Ja. Ja, okay. Aber ja, heute wieder ein Unboxing-Video, weil das letzte ist ziemlich gut angekommen. Also wir hatten gute Resonanz bekommen und haben gleich Lust auf mehr bekommen. Und ja, diesmal aber von der Kawaii-Box. Und ja, wir wollen halt mal gucken, was es da so gibt. Lauri hat auch schon mal eine bekommen. Ja, also ich hatte schon mal die vom August und habe dann nochmal die vom September bestellt und wollte halt gucken, wie sich das unterscheidet. Und an sich finde ich die Sachen alle ganz niedlich. Ich weiß auch schon so circa, was drin ist, aber für Rina wird das alles ein bisschen überraschend sein. Und wir zeigen euch das und natürlich könnt ihr dann auch darüber nachdenken, ob ihr euch auch mal so eine Kawaii-Box bestellt. Weil Japan Candy Box, die habt ihr ja vorher schon gesehen, und diesmal Kawaii-Box. Den Unterschied seht ihr da. Aussehen tut sie eigentlich wie letzte Mal. Auch wieder ein süßes Papier mit dem Namen. Ganz hübsch gemacht. Dann aufmachen. Das ist eigentlich relativ gleich. Also sieht relativ gleich aus. Aber man sieht schon, der Inhalt. Der Inhalt ist anders. Ja, das erste, was wir sehen, ist eine Thank You-Karte von Kawaii Box. Und da steht der süße Spruch drauf: Paint the town pink. Finde ich ganz niedlich. Was haben ist denn alles pink darin? Weil jetzt auf den ersten Blick sieht es relativ pink-pink aus. Ja, sehr pink-pink. Finde ich gut. Das ist heute, heute auch pink-pink. Okay, gut. Das erste. Ich hole das hier einfach raus. Ja. Das ist eine Katze. Cool, oder? ich kann immer noch kein Koreanisch lesen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie können. Hast du die? Nee. Aber die ist sehr flauschig. Die ist flauschig. Da steht Fashionable, kann ich lesen. Also das ist eine Katze, ja. Die könnt ihr als Schlüsselanhänger benutzen. Okay, das nächste darfst du dir aussuchen. Ich nehme das da. Das sieht sehr aus wie eine Sprühflasche. Mit einem süßen Gesicht. Sieht aus wie ein Bär, oder? Jetzt kriegt man eine Sprühflasche. Da kannst du irgendwas reinmachen. Also Kawaii-Flasche. Das war das erste. Ja, und dann haben wir jetzt Mini Animal Spray Bottle. Warum kriegt man sowas? Ich kenne sowas für Make-up. Also wenn man ganz viel Make-up im Sommer hat, dann macht man da Wasser rein und holt sich das mit. Genau, Wasser halt ist dann ja auch gedacht zur Erfrischung oder so. Wir hatten jetzt gerade die Nummer 8. Genau. Nummer 2 wäre ein Tin Dinosaurier Pencil Case. Das würde ich mal denken. Ja. Kakala? Kakalake oder Kakalai? Jetzt nicht den Namen. Es gibt ja weder das eine noch das andere. Kannst du Kakala auspacken? Ja. Rosa. Also es ist ein rosa-oranger Dinosaurier namens Kakala. Wir veräppeln euch nicht, es steht wirklich Kakala. Warum zur Hölle nennt man sowas Kakala? Aber es sieht süß aus. Ja, trotzdem. Ja. Man
dabei. Alles also total das Konzept durch. Ja, ja, und ja. Pen oder nicht? Okay, Inkpen. Das ist ein Stempel. Stimmt. Was? Ist das das? Ja, ja, Makaron. Ja. Ah, mit der Makaron. Nee. Jetzt bist du überhaupt da. Was soll ich Und da steht drauf: Dessert so sweet. Ganz süß. Ein Makaron ist hier vorne. Einmal lila und einmal rosa. Und es ist halt ein Kugelschreiber. Was ist das Füller? Ink ist Tinte. Achso. Aber sieht das nicht aus wie ein Bleistift? Warte. Nein, doch, doch, doch. Doch, doch, es ist schwarz. Ja. Ja. Okay, wir haben mal schwarz. Next. So, du bist. Okay, also die drei packen wir jetzt. Die vier. Cloud Memory Letter Set. Das hier. Ah. Also es schreibt ja heutzutage kaum noch einer, aber ich habe das Gefühl, aber für diejenigen, die es noch machen, für die lohnt es. Also es ist mit Wolken und Schnee und die Linien, die dann bewegen drauf, immer halt drauf. Aber für jede Stimmung habt ihr dann einen Umschlag und dann könnt ihr euch bei euren Leuten beschweren oder so weiter sagen, oh, heute ist toll, heute habe ich gute Laune. Tching. Korean Deko Tape. Das? Würde ich mal sagen? Ist Korean? Ja. Sieht koreanisch aus. Da ist ein Frosch drauf. Also, nur jetzt als Maskottchen. Da ist kein Frosch auf dem Teil drauf. Das ist kariert. Ah, sieht auch ganz hübsch aus. Gerade so. Geschenke kann man das ja benutzen. Wenn jemand Geburtstag hat. Und wieso? Ja, wer hat denn bald Geburtstag? Nein, wer hatte bei uns eigentlich? Wer hat denn so einmal bei uns Geburtstag? Wer die Antwort weiß, gewinnt nichts, aber. Vielleicht gewinnt ihr was. Ihr wart dabei. Jetzt ein Polka Dot Shoelace. Shoelaces? Ich weiß nicht. Was macht man damit? Na, ich glaube, das sind Schnürsenkel. Okay. Habe ich gerade Schnürsenkel gekauft? Schnürsenkel? Weil wenn dann Shoelaces? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, Schnürsenkel. Ich mache jetzt einfach. Ja, das sind Schnürsenkel. Ey, aber eigentlich, voll, da kannst du so weiße Schuhe oder so und dann so ein bisschen Highlight. Was kenne ich ja gar nicht. Habe ich schon nie gesehen. Das war cool. Kennt ihr sowas? Hält sowas? Boah, es ist einfach nicht so schön aussehen. Ich glaube, das ist nicht so schön aussehen. Wollen wir auf die Idee kommen. Das ist so weiß und da hat jemand die Farbe nicht erkannt, weil es so hält. Das ist heute Popsicle Squishy Charm. Popsicle ist Eis, oder? Ah, das ist ja, das gleiche, oder? Ist da gar kein Anhänger drin? Was macht man damit? Ist dann einfach nur Eis? Wir haben gerade ein squishy Eis bekommen. Guck mal, wenn ihr erraten könnt. Hast du es kaputt gemacht? Nein! Das ist zwei doch, Sekunden! Das ist kaputt gemacht! Mann! Das ist echt. Das macht so gar keinen Sinn. Nein. Also ohne Anhänger macht es echt keinen Sinn. Es fehlt wirklich, oder? Ja, ich glaube, das muss man dann selber so durchziehen, aber ist ja auch doof. Mit deinem wunderschönen. Ja, mit meinen Schnürsenkeln. Das kommt an die Schnürsenkel, ne? You know? So, das hatten wir schon. Hatten wir schon, genau. Das war diese Spülbottle-Ding. Jetzt kommt Nummer 9. Alpaka. Vielleicht kann man da Geld reinmachen. Ja, okay. Und
das? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und du kannst es anlegen. Ja. Also in den Tasche oder so. Beautiful Things. Vorletzte. Mhm. Puffy Parade Stickers. Puffy Stickers. Das ist so, so 3D. Genau, 3D-mäßig. Ja, das ist so Hawaii-indisch. Hellas draufsteht. Star Five. Starhead und Lady. Hibiskus. Ja, wenn Japaner Englisch benutzen. Was zur Hölle steht da? Kamehameha drauf? Wo? Nado Nado Gumi Nomi Do It Yourself Candy Kit. Ich hoffe jetzt alle haben es verstanden. Nochmal. Nado Nado Gumi Nomi Do It Yourself Candy Kit. Ja, oder? Habe ich schön formuliert. Das ist es. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Wann das denn? Abknipsen und dann. Oh, stinkt jetzt schon. Stinkt jetzt schon ganz komisch. Okay, erstmal zusammenbasteln. Laut Anleitung und japanischen Übersetzer müssen wir das jetzt zusammenbasteln. Falls ihr im Hintergrund was fiepen hört, ist mein Gott. Scheine. Gut, dann haben wir hier diese Plastiksache. Da kommt dann jetzt Wasser rein. Beides. Mhm. Ist zur Innenseite. Richtig? Ja. Hauptsache Klecker. Mhm. Oh. Okay, das reicht. Ja, es ist jetzt eine Pfütze im Bild, aber ist egal. Willst du das Pulver rein? Nee, ich lasse den vorne. Okay. Achso, und mit dem muss man dann so rühren. Genau. Okay. Ich mach rein und rühre. Nee, du musst es dann am Ende, wenn es so fertig ist, oder? Ja, aber ich muss so. Eins. Ah, ja, doch, stimmt, vermischen. Okay. Ist ja gut. Es ist gut! Und es stinkt! Es riecht gut! Okay. Es riecht nach dieser künstlichen Weintraube.
komm mir verarscht vor. Wollen wir das zweite probieren, wie das aussieht? Okay, das zweite ist... Diesmal ist es rosa. Ich schmeiß einfach ein. Oh! Das rosa sieht schon besser aus. Wirklich wie das, was wir bei dem Japan Candy Box Ding schon hatten. Das ist ja ein richtiges dickes Ding. Richtig fette Matsche Masse. Aber das ist falsch. Nächstes Mal müssen wir das besser verteilen, glaube ich. Also nicht so. Ich glaube, wir haben zu viel Wasser reingemacht. Ich hätte nur das da. Das kann sein. Das erklärt natürlich so einiges. Okay, ja, wir haben jetzt halt so zwei Knubbeldinger. So, dann machen wir das jetzt so rein. So wie irgendwie. Ja. Okay, jetzt so. Oder? Ja, ja. Das funktioniert so nicht. Yeah. Jetzt macht das Glitzer voll hier. Hast du das auch? Ja, ich meinte das auch. Da kommt gar nicht. Mann, ich krieg's schon mit dem Kopf auf. Wow. So beautiful. Geil. Warte, vor Vergleich, wie es aussehen sollte. Das war krank. Zu unserer Verteidigung, das zählt für mich noch nicht als Kochen. Das heißt, wir können kochen. Also zumindest ein bisschen. Bei mir hat man immer behauptet, ich kann kochen, aber ich glaube, das geht nicht. Okay, hau rein. Ich? Hey. Kann man das so Hälfte, Hälfte? Nee, ich muss nicht. Oder mal mit dem Löffel vielleicht ein bisschen was. So eklig? Das ist echt so eklig. Ja, ohne Glitzer überlebst du das nicht. Komisch. Aber nicht so, als wäre das so schlimm, dass man es gar nicht essen könnte. Aber nee, ich finde es voll eklig. Also so die Konsistenz. Mann. Slimer. Fertig mit Nummer 11. Naru Naru. Warte. Naru Naru Gummi Nomi Do It Yourself Candy Kit. Yay! Also genauso schwer wie es auszusprechen ist, ist es auch zu machen. Und es schmeckt nicht. Also, ihr habt jetzt den Inhalt der September Kawaii-Box gesehen und wir finden, das war doch ziemlich interessant. Und auch yummy, also man hat auch was zu naschen dabei. Also sehr schön. Und das Einzige, was hier noch drin ist, neben den schönen Überraschungen, sind drei Karten. Einmal Werbung für Kawaii-Box, dann nochmal Werbung für Japan Candy Box, was wir ja jetzt alle auch gut kennen. Und Flippo. Ein Kawaii-Shop nochmal. Und das sind halt so kleine Codes, die man eingeben kann, dann, um nochmal ein bisschen Rabatt zu kriegen, wenn man nochmal da auf diesen Seiten was bestellt. Genau. Okay, das war's von uns von heute. Heute hatten wir ein Video zu zweit. Und heute auch zum ersten Mal ohne Kameramann. Vielleicht deswegen auch ein bisschen unscharf. Falls ja, dann entschuldigen wir uns nochmal so am Ende. Seht ihr uns? Seht ihr uns? Erkennt ihr uns? Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Mondfest, Leute anpöbeln. Nein, also wir gehen Kontakt nehmen und ja, wir sehen uns wahrscheinlich dann demnächst beim nächsten Video, welches das auch immer sein wird. Fanscover vielleicht? Fanscover. Wer sich gerade gewundert hat, wo das komische Geräusch herkam. Ja, noch eine zweite Kamera, die ist gerade zugegangen, hat vergessen, die zuzumachen. Egal, wir sehen uns!
und bye bye.